Hallo Freunde, Freak hier von MagicBlocks.de. Wir machen ein Draft-Display von Lord of the Rings auf. Hashtag Werbung. Das kommt von unserem Sponsoren, dem Waschbären. The Coon Rises auf Card Market und zum Waschbären in Ulm. Kann ich nur empfehlen, falls ihr in der Gegend wohnt, kommt vorbei. Das ist eine super coole Kneipe, super coole Bar und ein schöner Laden. Okay, Boxtopper. Jetzt sagen, den machen wir sogar als erstes auf. Oh, den könnte ich etwas geknickt haben. Heute ist ultra heiß hier bei uns in Ulm, deswegen verzeiht's, wenn ich nicht ganz so fresh aussehe. Und unser Boxtopper ist Castle Ardenvale, glaube ich. Ah ja, genau. Jo. Schauen wir gleich mal, ob ich da noch was an der Videokonfiguration für euch machen kann. So ist besser, glaube ich. Gell? So. Jo. Ja. Mittel. Ist jetzt eher einer der schlechteren Boxtopper, muss man sagen. Aber dann schauen wir mal, was wir öffnen. In den Draft-Boostern können ja keine quasi Ringe drin sein, also diese nummerierten. Wir wollen auf jeden Fall bei den Uncommons die Nazguls, habe ich gesehen. Boromir habe ich glaube schon 100 Mal aufgemacht. Ist eine coole Karte im Draft auf jeden Fall. Ansonsten wollen wir natürlich Bogenschützen. Wir wollen Halblinge. Und ja, coole Art Cards oder sowas, was es da sonst so gibt. Bitte Downfall, Super Removal und Lotho, Corrupted Sheriff. Und so ein cooles Land, so ein Full Art Land, die finde ich auch echt schick. Okay, Full Art, Lash of the Balrog. Ist eine coole Karte, gutes Removal vor allem. Cool, Nazgul, den legen wir auf jeden Fall beiseite. Rangers Firebrand und der Balrog. Und ein Swamp dahinter und ein Ringtoken. Nasty End ist auch cool in diesem Full Art. Dúnedain Rangers. Peregrin Tuck und Goldberry als unsere Rare. Bis jetzt fühlt sich noch nicht nach Premium-Preisprodukt an, muss man sagen. Der Draft Booster von dem Set. You cannot pass. Coole Karte. Friendly Rivalry und Press the Enemy. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, war eigentlich der Counterspell schon dabei. Freunde, habt ihr aufgepasst? Ja, schaue ich nachher. Da muss ich jetzt noch achten, bei den Uncommons ein bisschen mehr drauf achten. Ich glaube aber nicht. Dann haben wir Bilbo. Goblin Firelight. Und Barad-dûr, eins von diesen neuen Ländern, die ungetappt kommen, wenn er ein legendäres Land kontrolliert. Ist relativ langsam. Und unsere Foil. Squire of the King. Limited auf jeden Fall eine coole Karte. Eine Ork-Army hinten dran. Shadowfax, Eomer und nochmal ein Land, Rivendell. Das habe ich auch hier im Channel schon mal aufgemacht. Ebenfalls so ein Land. Ja, Länder sind nie schlecht, wenn man die aufmacht im Zyklus. Die kann man ja generell eigentlich immer brauchen.
Gandalf im Alternate Art. Und Frodo. Und ich glaube, wir haben eine Foil. Oh, eine Foil Rare. Und die ist super nutzlos. Also das hätten unsere Baumaster sein können. Und das ist einfach das Einmanner teurere Quicken. Warum auch immer. Weil Draw a Card draufsteht. Naja, Quicken existiert und ist nie gespielt worden. Wobei so einmal ist, glaube ich, gespielt worden auf einem GP. Hat sogar Top 8 gemacht in dem Control Deck, aber das ist schon ewig her. Okay. Mal vor Sauron finde ich eine super coole Karte. Wer hätte es gedacht? Old Man Willow ultra stark im Limited. Und der Shire, wieder ein Land. Coole Karte, die Länder nehme ich gerne. Da weiß man nie, wozu die mal noch gut sein werden. Arwen. Denethor. Sieht auch cool aus. Oh, das Fellbeast. Auch eine super gute Limited-Karte. Und wir haben Gimli. Und einen Swamp. Habt ihr schon ein Produkt geöffnet? Und wenn ja, kam was Gutes raus. Das ist natürlich das Wichtige. Gandalf Sanction, coole Karte, nochmal ein Gandalf und Palantir als unsere Mythic. Okay. So ein normales Land. Monogrün, oh, Sauron, als unsere Rare. Die hatte ich ja in diesem Pre-Release Sealed Event von Chibi. Super starke Karte, finde ich. Vier Fire Foes. Saruman. Und Display of Power. Uah. Uah, vergessen wir. Habe ich nie aufgemacht. Bilferni. Cool, dass der eine Karte gekriegt hat. Fire Inscription. Greyhavens. Okay. Auch eine coole Karte. Und Anduril. Flame of the West. Den finde ich echt stark. Also das Equipment finde ich wirklich, wirklich stark. Macht halt einfach zwei Tokens und plus drei Power. Okay, Fire Inscription. Grond. Sarumans Trickery und Last March of the Ents. Unsere Alternate Art Mythic. Jo. Ziemlicher Banger im Commander, glaube ich. Gorbak, Council Celebration finde ich cool. Frodo, unser erster Frodo. Und Lost Isle Calling, das habe ich bis jetzt nur in diesem Artwork aufgemacht. Es gibt bestimmt auch ein normales dafür. Oh, ein Foil Frodo Baggins in Ring Treatment. Schick. Der Bath-Song ist auch eine coole Karte. Also die Saga ist echt gut, gefällt mir. Gollum's Bite und Forge Anew. Auch so eine Karte, die es schaffen könnte. Und ein Foil Forest. Okay, wir haben zwei Länder drin gehabt in dem. Oh Gott, Longlist of the Ents. Furchtbar. Gollum, okay. Und die Viole von Galadriel, die finde ich cool. Die ist tatsächlich erstaunlich gut. Also Limited wieder, mal gesprochen. Constructed glaube ich nicht.
Wobei, wenn man Hellbent ist, macht die Dinge. Butterbur. Oh, da kommt wieder eine Full Art, Rising of the Day und Rangers of Ithilien. Die sind cool, die haben so einen Mind Control. Die sind wirklich cool. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass man da im Commander so ein Amass-Deck irgendwie baut, wo die mehr machen. Gibt ja relativ, die Amass-Stacken ja mit den anderen, mit den alten Amass. Pippins Bravery als Full Art. Okay, Ringside. Habe ich noch gebraucht. Cool. Packe ich auch hier hin. Gimli, Count of Kills und Shellob. Die fette Spinne. Ach, bin kein Spinnenfreund. Bin ehrlich. Ich habe da eine ziemliche Phobie. Okay. Eowyn als Ankommen, warum auch immer. Rangers Firebrand und Isildur's Fateful Strike. Legendary Instant, der ist tatsächlich, den hätten sie mehr pushen können, finde ich. Für das, dass das eine Rare ist mit der Condition, dass man eine Legend braucht. Ja, zumindest exilen können oder irgendwas. Oder mehr Handkarten wegnehmen. So finde ich den ein bisschen schwach, vor allem weil er schlechter ist als andere Removal-Spells im Deck. Im Set. Elrond. In diesem Ring-Treatment. Oh, und nochmal ein Full Art Baradur. Das haben wir unser zweites aufgemacht. Okay. Lost to Legend, Friendly Rivalry und die Minen von Moria in Full Art, ja, rote Länder. Wobei das ziemlich stark ist, das Land, finde ich. Aber bei rote Länder, da kann man mir keine Freude machen. Okay, nochmal ein Maw of Sauron. Gute Karte. Enshroud bei. Oh, Reprieve. Auch eine gute Karte. Kann vielleicht hier hinlegen und die Fall of Care Andros. Weiß ich nicht. Könnte ganz cool sein, gell? Für so ein Storm-Deck in Modern. Wobei Storm leider in Modern kein Deck mehr ist. Okay. Legolas, cool. Und nochmal ein Legolas. Den Rare Legolas dieses Mal. Jo, der macht Dinge mit Countern. Also das Power Level fühlt sich dann doch schon ziemlich Core-setig an, bis auf so ein paar Ausreißer. Ist auch eine gute Karte nebenbei, gute Sideboard-Karte. Und Battle of Bywater. Board-Wipe. Quasi für große Kreaturen. Für 3 Mana aber nur. Könnte eine gute Karte oder eine spielbare Karte sein. Roleplayer zumindest. Gab es ja immer mal wieder. Aber nicht für 3 Mana. Theoden und unsere Rare ist Lotho. Hatten wir schon mal. Und ein Rangers Firebrand als unsere Foil. Also das Set hat schon Flavor, das kann man auf jeden Fall sagen. Nochmal ein Gandalf und die Moria Marauders. Und unsere Foil Rare nochmal, Shellob. Leider auch keine Bowmaster. Shellob in Foil. Vielleicht kann ja jemand mit der was anfangen. Und die Fand als Full Art Treatment. Mit den Foil-Karten ist schon so. Ich hatte früher meine Modern Decks und Legacy ausgefoilt. Ah, da ist dann Scolding, das erste. Aber nochmal Rangers.
Aber seit die Foils auch gar nichts mehr, also nichts Wichtiges mehr sind oder nichts Besonderes, lasse ich das auch sein. In der Zwischenzeit fühlen sich die normalen Printings fast die seltensten an. Knights of diese quasi stärker werden, wenn wir die zweite Karte ziehen. Korbak, Faramir und Storm of Saruman. Jo. Ist auch nicht die Monster-Mythic. Also bisher verwöhnt mich mein Display nicht so, muss ich gestehen. Das könnte besser gehen. Rosie und Gandalf the Grey is it. Und wir haben Foil Longlist of the Ents, die kommen gleich zum Bulk. Grima. Pippin. Guard of the Citadel. Cooler Part in der Story und gute Karte. Zum Glück ist der kein Human. Okay, many partings. Das finde ich als Full Art sogar ganz cool. Das lege ich mir mal beiseite. Dann haben wir Eowyn. Sam, Shire Sheriff, den hatten wir schon in alle möglichen. Und, oh, Tom Bombadil. Das finde ich cool, dass der eine Karte gekriegt hat. Das ist schade, dass der in den Film fehlt. Und Galadriel ist unsere Foil Extended Art Ring Treatment oder wie auch immer das heißt. Okay, die zwei Karten, die man aufmachen will, hatte ich bis jetzt nicht. Das ist ja schon mal hervorragend. Das heißt, die zwei Money-Karten sieht nicht so aus, als ob wir sie haben. Ringo South, okay. Unrelevante Foil, auch wenn die im Draft super gut ist. Zwei Booster haben wir noch. Zwei Chancen noch, was Vernünftiges zu treffen. Okay, Miradoc Brandybuck und Faramir, der ist im Limited zumindest unschlagbar. Vielleicht kann man den auch sonst wo spielen. Und letzter Booster. Unsere letzte Rare ist. Jo, Müll. Okay. Ich glaube, das Display war ziemlich unterdurchschnittlich, muss man gestehen. Das seid ihr aber von meinen Openings auch ein bisschen gewohnt. Also, der Boxtopper ist wahrscheinlich der günstigste, den es gibt. Und dann haben wir von den Karten, die man aufmachen will, keine. Wir haben nur ein einziges Stern Scolding. Wir haben auch nur einen einzigen Nazgul. Ich habe nur einen Ringside, da hätte ich auch gern mehr aufgemacht. Jo. Aber die sind ja eigentlich auch zum Draften da, die Booster nicht zum Aufmachen. Deswegen draftet lieber damit. Das mache ich jetzt auch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.